Herzlich willkommen. Hier haben wir eine Aufgabe zu einer trigonometrischen Gleichung. Die Aufgabe ist aus der Probeklausur Wintersemester 14/15. Das ist Aufgabe 9. Ja, Aufgabenstellung: Bestimmen Sie alle Lösungen der trigonometrischen Gleichung. 3 Sinus x minus 4 mal 1 minus Cosinus Quadrat x gleich minus 2. Und dann am Ende sollen wir noch zusätzlich alle Lösungen im Intervall von Pi bis 5 Pi identifizieren. Okay, das machen wir ganz zum Schluss. Gut. Vorweg erstmal, was stört uns bei diesen Aufgaben? Schön ist es ja immer, wenn wir da stehen haben, Sinus x gleich so und so weiter. Ne, dann können wir a Cosinus rechnen und haben die Lösung. Genauso Cosinus x gleich diesen Wert, dann machen wir a cos Cosinus fertig. Was uns auf jeden Fall sehr stört, ist, wenn Sinus und Cosinus auftaucht. Dann gucken wir immer, können wir das irgendwie ersetzen? Gibt es eine Möglichkeit, Sinus durch Cosinus zu ersetzen oder Cosinus durch Sinus? Und wie wir in der Vorlesung gesagt haben, benutzen wir ja nur zwei trigonometrische Beziehungen, ja? Und die eine davon ist der trigonometrische Pythagoras. Ja, der sagt, Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x gleich 1. Also den müssen Sie nicht auswendig können, wäre zwar nicht verkehrt, aber den müssen Sie zumindest wissen, wo der steht. Und wenn ich das habe, kann ich auch sagen, okay, dann gilt auch Sinus Quadrat x gleich 1 minus Cosinus Quadrat x. Das heißt, ich ersetze hier oben 1 minus Cosinus Quadrat x durch Sinus Quadrat x. Dann steht da 3 Sinus x minus 4 Sinus Quadrat x gleich minus 2. Nennen wir das vielleicht noch 1 und das 2 und dann sagen wir hier 2 in 1. Ja? Okay, was machen wir jetzt hiermit? Ist ja immer noch nicht die Möglichkeit da zu sagen, okay, wir stellen das jetzt nach Sinus x um und sagen Sinus x, um das aufzulösen, rechnen wir a Cosinus. Das funktioniert hier immer noch nicht. Wir haben einmal Sinus x und einmal Sinus x zum Quadrat. Grundsätzlich, bitte merken Sie sich, wenn wir eine Funktion haben und die Funktion auch nochmal zum Quadrat da steht, machen wir eine Substitution. Ja? Also Substitution. Und zwar u gleich Sinus x. Das gleiche würden wir machen, wenn Tangens x Quadrat. Oder wenn ln von 3x plus 5 und 3 ln 3x plus 5 zum Quadrat stehen würde. Auch dann würden wir eine Substitution machen. Okay, das heißt, wenn wir substituieren, steht als nächstes da 3u minus 4u Quadrat gleich minus 2. Gut, das stellen wir jetzt noch ein bisschen um. Und dann steht da minus 4u Quadrat plus 3u plus 2 gleich 0. Und jetzt teilen wir durch minus 4. Dann steht da u Quadrat minus 3 Viertel u minus 1 halb gleich 0. Jetzt erkennt hoffentlich jeder, dass wir eine quadratische Gleichung haben und diese quadratische Gleichung lösen wir mit der PQ-Formel. Also u1, 2 ist gleich minus b halbe, also minus minus 3 Viertel, halbe sind 3 Achtel, plus minus Wurzel aus 3 Achtel zum Quadrat, sind wir bei 9 64stel, minus q, also minus minus 1 halb ist plus 1 halb. Damit wir die Brüche addieren können, packen wir das direkt auf 64stel. Das heißt, mal 32, dann steht da 32 64stel. Okay, dann haben wir da stehen 3 Achtel plus minus Wurzel von 9 plus 32 sind 41, 64stel. Okay, 41 ist keine Quadratzahl, das heißt, geben wir den Taschenrechner ein, kriegen raus U1 gleich 1,1754, U2 gleich minus 0,4254. Das sind also die beiden Lösungen der quadratischen Gleichung. Was machen wir, wenn wir eine Substitution gemacht haben? Dann machen wir am Ende natürlich immer eine Rücksubstitution. Also Rücksubstitution. Dann haben wir da stehen Sinus x gleich 1,1754. Wir haben ja hier oben nochmal vielleicht kurz u gleich Sinus x. Das heißt, ich setze jetzt für u in diese Gleichung einmal 1,1754 ein. Gut. Sinus x gleich 1,1754. Geben wir den Taschenrechner ein und stellen fest, ah, das funktioniert ja gar nicht. Woran liegt das? Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz
eine Skizze, Sinusfunktion. Die Sinusfunktion schwankt hier zwischen minus 1 und plus 1. Das heißt, wenn ich jetzt den Schnittpunkt suche von der Sinusfunktion mit der Funktion, die hier durch 1,1754 läuft, dann sehe ich natürlich, dass ich keinen Schnittpunkt habe, ja, und deswegen auch zu Recht keine Lösung vom Taschenrechner ausgegeben wird. Also keine reelle Lösung, da Sinus x zwischen minus 1 und 1 schwankt. Okay, dann haben wir aber nicht nur für u 1,1754 raus, sondern auch minus 0,4254. Das heißt, Sinus x gleich minus 0,4254 müssen wir auch noch berechnen. Gut, das funktioniert diesmal. Geben wir in den Taschenrechner ein, Arcus Sinus von minus 0,4254. Okay, Taschenrechner liefert uns minus 0,4394 als Lösung. Das ist aber noch nicht alles, ja? Wir kriegen nur eine Lösung vom Taschenrechner geliefert, weil der Arcus Sinus nur in einem gewissen Bereich als Umkehrfunktion der Sinusfunktion dient, ja? Und wir wollen ja alle Lösungen angeben. Deswegen skizzieren wir jetzt nochmal die Sinusfunktion. So, und wir suchen den Schnittpunkt der Sinusfunktion mit der Funktion minus 0, ja. Also das ist Sinus. Und jetzt gibt uns der Taschenrechner diesen Schnittpunkt aus. Ja? Nein, wir haben den Schnittpunkt mit 0,4254 gesucht. Und der Wert, den wir bekommen, der ist minus 0,4394. Ne? Das ist der Wert. Und jetzt sehen wir, dieser Wert, der taucht ja hier nochmal auf. Ne? An dieser Stelle taucht er nochmal auf. Also, wie groß ist der Abstand? Wir wissen, Sinusfunktion hat eine Periodenlänge von 2π. Also 2kπ. Warum k? Wir sagen, k ist ein Element aller ganzen Zahlen, weil natürlich nicht nur im Abstand 2π, sondern wir können auch noch in die andere Richtung gehen. Auch hier im Abstand 2π, also bei minus 0,4394 minus 2π, ne, für k minus 1 eingesetzt. Gibt es auch eine Lösung. Aber das sind auch nicht alle. Ne? Wenn wir jetzt nochmal gucken, wir haben jetzt die Lösung an dieser Stelle, an dieser Stelle, an dieser Stelle und alle 2π weiter wieder. Aber es fehlen hier noch Lösungen. Und zwar diese hier. Ne? Hier haben wir auch noch eine Lösung. Wie bekommen wir die jetzt? Was können wir machen? Ja? Was wir wissen ist, dass hier Pi ist. Und der Abstand von da nach da, bis zu dieser Lösung, der muss ja irgendwie sein Pi plus noch ein Wert. Ne? Pi plus das Stück von da nach da. Dieses Stückchen kommt noch dazu auf Pi. Ja? Und das entspricht genau den 0,4394. Also Pi plus 0,4394. Allgemein kriegen wir die zweite Lösung immer, indem wir rechnen Pi minus die erste Lösung. Ja, Pi minus x1 plus 2kπ ist meine zweite Lösung. Ja, ich lasse bei x1 das 2kπ weg. Könnte ich mit reinschreiben, aber dann kriegen wir minus 2kπ und das bringt nur Probleme, deswegen lassen wir das so. Das heißt, Pi minus x1, also Pi minus minus 0,4394, wäre in diesem Fall 3,5810 plus 2kπ. Okay, also auf Pi kommt einfach dieses Stück minus 0,4394 dazu und ich bekomme den grünen Schnittpunkt. Und dieser grüne Schnittpunkt taucht halt auch
wieder alle 2 Pi wieder auf. Okay. Das sind jetzt alle Lösungen. Laut Aufgabenstellung sollen wir zusätzlich noch die Lösung im Intervall von Pi bis 5 Pi bestimmen. Haben wir das auch noch? Also Intervall Pi bis 5 Pi. Pi ist 3,14 und so weiter. 5 Pi, das sind 15,71 ungefähr. Ja? Damit wir so ungefähr wissen, von wo bis wo wir schauen. Jetzt kann man das Ganze einfach lösen, indem man für k Zahlen einsetzt. Also 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, ne, je nachdem. Und damit können wir alle Lösungen im Intervall von 5 Pi bis 5 Pi identifizieren. Was hilfreich sein kann, was aber auch ein bisschen Zeit kostet, ist eine Tabelle zu erstellen. Also wenn Sie das so können, machen Sie es bitte ohne Tabelle. Wenn Sie Schwierigkeiten damit haben, dann machen Sie sich einfach diese Tabelle und dann klappt das auf jeden Fall. Und zwar machen wir jetzt hier x1 und x2 und wir setzen jetzt hier oben für k-Werte ein. Fangen wir an mit k0 und gucken mal, was für x1 rauskommt. Wenn ich 0 einsetze, bin ich bei minus 0,4394 plus 2 mal 0 mal Pi, also bei minus 0,4394. Minus 0,4394 ist aber kleiner als Pi. Ja? Wir sollen ja erst von Pi bis 5 Pi. Das heißt, die Lösung brauchen wir nicht. Gut, setze ich 1 ein. Was kommt da raus? Also minus 0,4394 plus 2 mal 1 mal Pi. Was kommt da raus? 5,8438. Frage, liegt das im Intervall von 5 bis 5 Pi? Ja, es liegt im Intervall. Also das ist eine Lösung in dem angegebenen Intervall. Setzen wir für K2 ein. Also minus 0,4394 plus 2 mal 2 mal Pi. Kommt raus 12,1270. Auch hier stellen wir uns wieder die Frage, liegt das im Bereich? Ja, liegt. Gut, setzen wir für K3 ein. Kommt raus 18,41. Liegt also nicht mehr im Intervall. Brauchen wir nicht. Zweite Lösung. 3,581 plus 2 Kpi. Setzen wir 0 ein. Kommt raus 3,581. Liegt im Intervall. 3,581 plus 2 mal 1 mal Pi. Kommt raus 9,8642. Liegt im Intervall. 3,5810 plus 2 mal 2 mal Pi. Kommt raus 16,147. Liegt nicht mehr im Intervall. Fällt also raus. Wir können aber auch minus 1 einsetzen. Wenn wir minus 1 hier aber einsetzen, kriegen wir einen Wert raus, der negativ ist und der liegt nicht im Intervall, deswegen müssen wir da nicht mehr gucken. Ja? Die Lösung, die wir jetzt also haben, sind, ich nenne das mal xi1, um das von den Lösungen x1 und x2 zu unterscheiden, also es wäre die Lösung im Intervall, deswegen xi, sind also 5,8438, xi2 sind 12,1270, xi3 3,5810 und XI4 9,8642. Okay, nochmal ganz kurz. Grundsätzlich sorgen Sie dafür, dass nur noch eine der beiden trigonometrischen Funktionen vorkommt. Das ist immer eine ganz gute Sache. Entweder indem Sie die eine durch die andere setzen oder dadurch, dass Sie ein Produkt haben, was Sie splitten können und dann immer in jeder dieser Faktoren nur eine dieser trigonometrischen Gleichungen vorkommt. Gut, dann grundsätzlich merken, wenn ich eine Funktion habe und die Funktion nochmal quadriert vorkommt, immer eine Substitution machen. Ja, auch eine ganz wichtige Sache. Und dann finden Sie beim Sinus die zweite Lösung immer, indem Sie Pi minus die erste Lösung rechnen. Wenn Sie mit dem Kosinus gerechnet hätten, wäre die zweite Lösung immer einfach minus die erste Lösung. Ja. Grundsätzlich gilt das. Dann, wenn ein Wert größer als 1 ist, habe ich keinen Schnittpunkt mit der Sinusfunktion und kleiner als minus 1 auch nicht. Danach sollen Sie noch Lösungen im Intervall gegebenenfalls bestimmen. Dann kann eine Wertetabelle hilfreich sein. Wenn Sie es aber begriffen haben, dann kriegt man das, glaube ich, auch ganz gut ohne Wertetabelle hin. Also Sie setzen einfach für k ganze Zahlen ein. Also 0, 1, 2, 3,
minus 1, minus 2, minus 3.